Wir haben uns bei der Plattform lebensmittelhelfer.at eigentlich insofern angemeldet, weil bei uns die Bärlauchernte angestanden ist und wir unbedingt Personal gesucht haben. Also wir haben normalerweise zwei Stammarbeiter, die bei uns arbeiten, die jetzt aber natürlich nicht einreisen können, weil sie aus Polen kommen. Und für uns war es jetzt eigentlich eine optimale Lösung, dass es diese Plattform gibt. Wir haben uns ganz unkompliziert eigentlich dort registriert und haben dann eigentlich Leute vermittelt bekommen. Wir haben vier Personen bekommen, junge Studenten teilweise, Gärtner, die jetzt natürlich keine Arbeit haben. Und mit denen haben wir die Ernte tadellos abschließen können. Es ist keiner perfekt, es ist ein Learning by Doing, aber am Ende des Tages hat es wunderbar funktioniert und mit Feedback geben, kontrollieren, sind wir eigentlich recht motiviert. Dann am Ende des Tages, vorgestern, haben wir die Ernte abschließen können. Für alle Betriebe, und da spreche ich jetzt wirklich alle Unternehmen an, die vielleicht bis dato sich noch nicht registriert haben, probiert es einfach. Was haben wir denn zum Verlieren? Ich würde jetzt gerne als Unternehmerin auch mit meinem Stammpersonal arbeiten. Die kennen den Betrieb in- und auswendig und wir wissen das alle. Wir haben aber jetzt eine Situation, die wir, wie gesagt, nicht ändern können. Wir haben aber gleichzeitig einen Pool an Leuten, die arbeiten wollen und die uns unterstützen wollen. Es wird keiner perfekt sein. Es wird Tätigkeiten geben, die vielleicht ein bisschen komplexer sind und wo man viel Erfahrung braucht. Aber wenn wir ihnen das Zutrauen und das Vertrauen auch schenken, Feedback geben, sie lernen lassen, dann ist uns geholfen.